Leute, was geht ab? Willkommen zurück. Ich da die Performance. Das Auto ist mittlerweile richtig voll. Guckt euch das an, ich alleine mit den Motorrädern. Hey! Mann, was schreist du denn hier rum, Alter? Oh, Amir, was geht ab? Was sagst du zu meinem neuen Autohaus? Boom, guck mal hier die fetten Karten an, die ich hier habe. Boom, hier Rennwagen, alles drum und dran. Hast du, guck mal hier, Amir, du verkaufst ja nur Autos, ne? Ja. Ja, guck mal, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Auf richtig kranke Motorräder. Ich will dir mal. Super, also. Ich will dir mal nur ein bisschen was zeigen hier. Guck mal, was da hinten rauskommt. Hier, siehst du das? Pass mal auf. Ja. Sind Straßen zulässig? Die sind natürlich straßenzulässig, Junge. Das ist vom Feinsten hier. Was ist denn hier für eine Rostlaube gebaut? Das war eigentlich für den Pennerkönig Olli gewesen, aber der ist irgendwie. Touren hat den irgendwie. Den geht's nicht so gut, sagen wir es mal so. Obwohl, den würde ich mir vielleicht sogar snacken hier. Den gibt's nicht. Ja, aber was ist der eigentlich hier drin, wenn es den nicht gibt? Ja, der ist erstmal nur so zum Füller da. Der wird natürlich dann irgendwo anders hingestellt, ja? Ja, wohin denn? Ja, sag ich nicht. Willst du den klauen oder was? Was willst du jetzt hier, Armin? Aber ich will dich nur daran erinnern, dass das Autohaus hier unter Tourans Schutz steht, ne? Also von daher. Ja, was will ich denn? Denkst du, ich will dich jetzt überfallen oder was? Nee, was willst du? Ja, also. Aber gutes Stichwort, das mit Clown, Stani. Ja? Ich glaube durch das Ganze, weil Twan dich immer babysittet und dir immer alles schenkt. Ich glaube, du bist nicht mehr der Stani, der du mal warst. Ja, was willst du denn jetzt? Was willst du, Armin? Also, keine Ahnung, ich glaube, du hast es nicht mehr drauf. Ich glaube, du bist einfach fett geworden. Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen zugenommen, aber der Zirkus soll nicht runtermachen. Nein, das meine ich doch gar nicht, Mann. Ich meine, dass du faul bist. Ja, du weißt nicht, wie das ist, früher als richtiger GTA-YouTuber ist zu hustlen, Alter. Ja, okay. Ja, was willst du denn? Ja, lange Rede, kurzer. Ja, komm! Was? Du gegen ihn. Ja, du gegen mich. Wir müssen 3 Autos klauen, wie in den guten alten Zeiten. Und dann werden die für Challenges aufgetunt und der Beste möge gewinnen, also ich. Also Autos, die hier quasi rumfahren, oder was in der Stadt? Ganz genau, in der Stadt, wir machen wieder die Oldschool-Zeit, wo wir alles geklaut haben, ja? Das heißt, ein Auto klauen für ein Sumo-Battle, eins klauen zum Tunen und eins für ein Rennen zu klauen. Ja, aber was gibt's zu gewinnen? Das ist der Alter, den ich kenne, der macht nichts umsonst. Was? Ja, wie wär's, wenn der Verlierer für den Gegner einen Tag ein Butler ist? Nee, Butler, das ist nichts für mich, Bro, sorry. Ja, okay, komm. Ich hau auf den Tisch 10 Millionen. 10 Millionen, aber 10 Millionen Dollar Auto, wenn denn. Ja. Also 10 Millionen Dollar Auto für den Gewinner. Ja. Ich bin ready. Also, wir müssen uns 3 Autos besuchen, die irgendwie rumfahren, ja? Und dann Sumo Battle, Tunic Battle und Geschwindigkeitsbattle. Genau. Aber ey, Stani, ich fahr schon los! Ja, mach das. Wir haben doch bis morgen Zeit, oder? Ja, okay, wird der schon haben. Okay, Leute, ihr habt gehört, Alter, das ist eine richtig geile Challenge für Stani Performance, um sich auch mal zu beweisen. Und zwar, wir sollen einfach normale Autos suchen und diese Autos, Leute, klaue ich dann einfach und werde dann quasi die auftunen. So, wenn wir jetzt erstmal den LKW mitnehmen, weil ich glaube, es macht halt, wollen wir den LKW nehmen? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ich nehme mal den LKW mit. Okay, Freunde, wir brauchen insgesamt 3 Autos, die wir dann halt, wie gesagt, bei uns, Stani, bei unserer Werkstatt noch auftunen können. Ich denke mal, Armin wird das bei seiner Werkstatt auftunen. Und zwar erstmal ein richtig brutales Auto, wo wir mit einem Sumo-Battle machen. Ach, wer ruft denn jetzt an? Armin, was geht? Guck mal, ich habe schon einen Sportwagen hier gefunden. Okay, das sieht mir eher nach einem Schmalspurwagen aus, Armin. Stani Performance oder was? Nee, ist es nicht. Also, viel Glück. Okay, Leute, und dann brauchen wir ein Auto, was sehr, sehr schnell ist. Also von den GTA-Autos hier am besten. Wir müssen uns vielleicht irgendeins klauen, was hier rumfährt. Ich würde mal sagen, ich habe einen kleinen Plan. Und zwar, wir fahren als... Warte mal. Oh mein Gott. Okay, Jackpot. Okay, wir haben schon gewonnen. Freunde, ich glaube, Beschleunigung haben wir jetzt schon gewonnen. Weil ich glaube nicht, dass Armin weiß, dass das Auto schnell ist. Ich werde es... Guck mal hier. Das können wir natürlich auftunen. Normalerweise in einer normalen Los Santos Customs Werkstatt kann man das nicht auftunen. Aber wir können es natürlich auftunen, weil wir Stani Performance sind. So perfekt. Runter da. Und dann haben wir schon mal das Erste. Als Nächstes benötigen wir ein Auto, was wir sehr krass tunen können und was halt dementsprechend geil aussieht. Die Frage ist halt, welches Auto fällt besonders auf und kann man richtig gut tunen? Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt hier erstmal durch die Stadt und gucken ein bisschen, was uns hier so entgegenkommt. Und ich werde ein bisschen abdriften in die reichen Gegend. Hier viele Muscle Cars fahren rum. Aber ich weiß nicht, kann man die Muscle Cars gut auftunen? Es muss halt schon was sein, sag ich mal, was relativ auffällt. Guck mal, hier die BMWs da drüben und so, Leute, das ist nichts Krasses meiner Meinung nach. Die kann man nicht geil auftunen. Ich habe noch eine Idee, und zwar den Pfälzer. Aber ich weiß nicht, wo der rumfährt. Den sieht man auch so selten hier.
Und wir brauchen... Oh, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Fürs Sumo-Battle wollen wir das Ding da drüben nehmen? Fürs Sumo-Battle? Nee, ich... Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte ein Joker werden. Naja, wir werden eh noch mal locker einfinden. Ich fahre mal hier weiter rum. Gucken, ob hier irgendwas... Oh, warte mal, ich glaube, ich muss echt so ein Teil nehmen hier. So ein LKW hier, Leute. Oh mein Gott, wollen wir den für Sumo-Battle nehmen? So einen richtig fetten LKW, aber ich glaube, der ist zu langsam, um den runterzuschubsen. Wisst ihr, was ich meine? Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht steht hier noch irgendein Auto rum. Oder vielleicht sollte ich mal in einer ganz anderen Gegend fahren. Weil hier sind irgendwie alles so die gleichen Autos. Und irgendwie nichts Spezielles, sagen wir es mal so, wisst ihr? Ich fahre mal vielleicht in die Ghetto-Gegend, da wo Grove Street ist, alles drum und dran, wo die krassen Leute wohnen. Weil da gibt es meist auch so richtig krasse Tuning-Autos. Ich glaube, da können wir gut was draus zaubern. Ich bin wirklich gespannt, was Abi für ein Auto sich geholt hat. Boah, Leute, guck mal, hier ist so ein geiler Lowrider. Ich sag euch, hart auf hart. Ich glaube, das Auto... Oh mein Gott, ich sag euch ehrlich, das ist halt ein Tuning-Auto. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man gut was dran ändern und so. Und ich glaube, wenn das vielleicht... Können wir das nicht mehr sogar mit Bennys... Ey, Ami! Ja, yeah, das war's, das war's! Alter, Ami, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, ja. Amir? Zwei Leute, ein Gedanke. Ey, Leute, das gibt's doch nicht, Alter. Was soll das denn? Ich wollte das Auto gerade aufladen, bekommt Amir. Ja, gut. Er klaut natürlich wie immer meine Ideen. Ja, gut, da können wir eventuell... Ach, müssen wir vielleicht in eine andere... Ey, das ist schon echt unfair, weil das Auto, das ist schon echt geil gewesen. Wir müssen in eine andere Richtung gehen. So, ich fahre mal hier vielleicht in die Gegend hier rein. Vielleicht finden wir hier ein cooles Auto. Hier sind ja, guck mal, hier sind die ganzen Gangs hier. Die, oh, oh, oh. Hoffentlich, Oha, was ist das hier für eine Karre, Leute? Oh, wow, wow, wow. Was ist das denn für ein Wagen? Ey, Leute, das sieht nach einer absolut geisteskranken Tuning-Karre aus. Guckt euch das mal an. Der ist sogar schon ein bisschen aufgetunt, würde ich sagen. Oder was denkt ihr? Ey, was ist das für ein... Ich sag mal so, der hier vorne ist auch nice. Ah, ich hoffe, wenn ich jetzt da einsteige, dass die Jungs mich hier nicht angreifen. Kann ich einfach so einsteigen? Guck mal hier. Ich kann einfach hier so einsteigen. Das scheint wohl keinen zu interessieren. Oh, ey, weg hier. Soll denn das hier? Warum rammt der mich? Mal gucken, was wir aus der Karre machen können. Ich sehe auf jeden Fall breites Potenzial. Sagen wir es mal so. Oh, zack. Hier rauf. Boah, wie lang der auch ist, ne? Guck mal, wie... Ey, runter hier von meinem LKW. Deine Schrottkarre will ich nicht haben. Ey, die haben ja alles zugeparkt. Ich komme nicht mehr in meinen LKW rein. So, und als nächstes brauchen wir ein Auto, was sehr, sehr, ja, stark ist halt. Was halt Amir vom Schiff runterhaut. Ihr wisst, Freunde, was ein Sumo-Battle ist. Also quasi, wer hat das stärkere Auto? Das ist gar nicht so einfach. Das müssen wir jetzt erstmal, ja, müssen wir jetzt erstmal herausfinden. Ich habe einen kleinen Plan. Und zwar, vielleicht sollten wir in Richtung einer Baustelle fahren, weil da gibt es ja meist irgendwie so Autos, so Bauautos und so, die sind ja schon relativ stark. Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes. Wenn wir jetzt hier ganz straight zur Baustelle fahren, mal schauen, was wir da finden. So, hier fahren wir jetzt mal. Oh, oh mein Gott. Guck mal, das wäre krank. Das wäre wirklich krank, dieser große Bagger da, aber ich weiß nicht. Also ich muss sagen, dieser Kipplaster wäre, glaube ich, schon ein sehr, sehr krasses Auto. Aber ich habe die Angst, Freunde, dass der einfach... Oh, guck mal, hier steht auch so ein Jeep. So ein Jeep wäre auch nicht schlecht. Ich werde mich mal hier so ein bisschen auf der Baustelle umgucken. Mal schauen, ob man hier was Gutes findet. Also, ja, ich muss sagen, der Kipplaster wäre interessant. Aber, nee, werde ich nicht nehmen, sage ich hart auf hart, weil... Ich habe das Gefühl, der könnte mit seinem Auto, wenn er ein flaches hat, unten durchfahren. Vielleicht sind hier noch irgendwelche anderen krassen Autos auf der Baustelle. Da unten ist so ein Betonmischer. Oh, oh, was sind das? Oh mein Gott, was ist das da hinten, Leute? Da ist ein LKW und einmal hier so ein... Oh, nein. Ach, du grüne Neune. Was ist das denn für eine Karre? Oh, oh Gottes Willen. Ey, hier wird Amir niemals eine Chance gegen haben. Ey, der fährt sich unnormal krass. Der fährt sich wie so eine Raupe. Guckt euch das mal an, wie der abgeht. Holy moly Macaroni. Den werden wir aufladen. Den werden wir zu 100% nehmen. Und ich glaube, Sumo-Battle sollten wir dementsprechend auch gewinnen. Boah, guck mal, wie gut der sich fährt. Was ist das? Ja, oh Gott. Das hängt jetzt zwar so ein bisschen auf das andere Auto, aber das, glaube ich, sollte kein Problem sein. Ich bin gespannt, was Abi zu meinen kranken Autos sagt. Aber jetzt kommt das Beste. Und zwar, wir werden die ganzen Autos auftunen. Let's go! So, ab damit schnell zu Study Performance mit dieser kranken Autolieferung.
Aus dem Weg! Aus dem Weg hier! Sorry, ich muss dich leider platt fahren. Das ist hier, du hast den Weg gestanden hier. Das ist die Einfahrt von Stani Performance. Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Also ich werde jetzt erstmal mich um die beiden Autos da vorne kümmern, weil da ist Tuning sehr, sehr wichtig. Aber bei dem Auto hier, bei dem großen Auto, ist eigentlich Tuning jetzt eher zweitrangig, würde ich sagen. Weil da geht's ja, sag ich mal, um die Masse auch. Boah, aber ich sag euch, ich feiere das Auto hier mit den ganzen Reifen. Das sieht schon cool aus. Das stellen wir jetzt erstmal hier hin. Tag, und die anderen werde ich direkt, die anderen beiden direkt in die Garage rein. Hey, Amir! Hey, wie lange brauchst du noch? Wie lange brauche ich noch? Ich bin gleich fertig. Du hast noch eine Stunde Zeit. Eine Stunde nur noch? Ja. Oha, okay, ja, ich beeile mich, Oh, ey. Oh, schickes Auto. Ja, schickes Auto. Geh mal, leg mal auf hier. Tschüss, hab keine Zeit hier für dich. Leute, jetzt guckt er hier noch meine Autos ab. Ich glaube, ich spinne. Das kann nicht wahr sein. So, oh, ich will mich zuerst hier um das Tuning-Auto kümmern. Weil ich glaube auch, das Beschleunigungsauto, das Rennauto, was wir haben, ist schon, das ist schon sehr, sehr krass. Boah, ich sag euch, ich habe das Gefühl, dass man das Auto echt geil auftunen kann. Mal schauen, warte mal, ich mache hier so ein bisschen, dass wir es ein bisschen heller haben. Ich muss irgendwie die Werkstatt noch ein bisschen heller hinkriegen. So, Freunde, wir gucken mal, was bei Tuning hier so möglich ist. So, Auspuff können wir erstmal hier so ein Doppelrohr-Endauspuff machen. Das ist sehr, sehr nice. Bordsteinschleifer an der Seite, das hat Style. Kühlergrill. Ja, ich würde fast so einen Kühlergrill nehmen. Der Kühlergrill, der erinnert mich so ein bisschen an AMG. Kapi. So, hier können wir noch alles upgraden. Racebremsen, Getriebe, Panzerung. Farbe gucken wir gleich. Neonlichter machen wir auf jeden Fall runter. Das muss sein. Das dürfte beim Tuning-Auto nicht fehlen. Und das war es hier erstmal fürs normale Tuning gewesen. Aber das Geile ist, Freunde, wir können nämlich bei Bennys Original Motorworks auch noch weiter tunen. Und hier können wir selbst, guck mal, den Kennzeichenhalter auswählen. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich nehme hier so einen Kennzeichenhalter. Wunschnummer. Ey, man kann sogar was? Ey, überleg mal, wir hätten da unser eigenes Stani Performance Logo. Wie geil wäre das denn? Ah, ich mache mal sowas hier so. Magnets oder so. Ich kann das ja gleich noch anpassen. Das müssen wir eh an der Farbe anpassen. Wisst ihr, was ich meine? So, dann können wir hier noch Ausstattung. Okay, Ausstattung ist halt innen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Vorne können wir hier noch so einen Verzierkopf draufbauen. Instrumente, okay, das ist auch nicht so wichtig. Lenkrad, Schilder. Das ist halt alles in drinne. Ich finde das aber in drinne nicht so wichtig. Kofferraum. Kofferraum, da können wir natürlich auch was einbauen bei der Tuning-Karre. Unterhaltungssystem. Achso, das sind die Unterhaltungssysteme drinne. Das ist hier. Ist das hier im Kofferraum? Ah, okay, da guck mal, da ändert sich sogar der Kofferraum. Boah! Was kann man denn da alles reinbauen? Boah, ich glaube, ich nehme das. Guck mal, da. Oh, Gottes Willen. Hydraulik, Leute, nehmen wir auf jeden Fall auch rein. Zack. Motorblock. Können wir auch reinbauen. Boah, ich nehme einfach. Boah, das dauert so lange sogar bis zum. Boah, das sieht so nice aus, Leute. Luftfilter können wir sogar reinbauen. Boah, Antenne. Boah, so eine komische Antenne hier an der Seite. Die sieht man zwar kaum, aber ja, nehmen wir mit. Designtank. Wo ist denn hier der Tank, Leute? Ich sehe den Tank von dem Auto gar nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Und jetzt können. Ich muss sagen, Leute, ich bin ein bisschen von den Tuning-Möglichkeiten bei dem Auto. Oh mein Gott, was ist das denn? Bro. Bro. Also, ich muss sagen, Tuning-Möglichkeiten war ich jetzt nicht so überzeugt gewesen. Aber was mir gut gefällt, sind die Designs. Also, das Design, das sieht schon wild aus. Boah, ich finde, das hat was. Warte mal, wir ändern jetzt noch die Farbe. Boah, oder sollen wir jetzt mal nochmal Farbe vielleicht in Schwarz? Oder Weiß? Oh mein Gott, das sieht ja voll nice aus. Das sieht so richtig Oldschool-Gangster-mäßig aus. Warum nicht? Dann brauchen wir aber noch ein paar andere Oldschool-Reifen. Hier so richtige Oldschool-Dinger müssen wir darauf machen. Boah, ich mache so richtig Oldschool-Dinger drauf. Ich sage euch ehrlich. So, hier so richtige Oldschool-Dinger in einer schönen Farbe hier. Oder vielleicht auch die Felge rot. Ich glaube, das hätte vielleicht auch was. Ja, so ein bisschen rot, das passt so zum Kontrast. Ist jetzt nicht vielleicht die beste Tuning-Karre, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem dafür, dass das ein Auto ist, was wir gefunden haben. Sieht das schon ziemlich fresh aus, oder findet ihr nicht? Ich bin gespannt. Also, Armin wird doch safe kein besseres Auto haben wie ich. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich werde jetzt hier bei dem Auto einfach schnell die Leistung noch tunen. So, Leute, das Auto habe ich jetzt hier nicht großartig weitergetunt. Ich lasse das mal auch so in Weiß, dass wir halt so von der Farbe her was passen. Aber ich habe jetzt das Kennzeichen verändert in Stani Performance, aber ist egal, ist nicht schlimm.
Ja, so, die Zeit ist vorbei. Wenn du jetzt nicht kommst, innerhalb der nächsten 5 Minuten bist du disqualifiziert. Ich hab gewonnen. Ja, ich komme. Beruhig dich, Ami. Bis gleich. Los, 5 Minuten. Oh mein Gott, Leute. Wir sind ein bisschen langsam heute. Aber das war halt auch, ja, die Autos erstmal finden, alles drum und dran. So, die Karre müssen wir jetzt noch aufladen. Da können wir jetzt auch nichts mehr tunen, aber ist nicht so schlimm. So, schnell rauf hier. Zack. Okay, warte, wir müssen weiter hier auf die Rampe. Boah, das Auto steht hier auf 7:30 wieder drum. Ey, wenn der das sieht, mit was für Transporter wir hier ankommen, ey, der wird seinen Augen nicht trauen. Okay, let's go. Ab geht's zum Flughafen. Los. So, wo treibt Ami sich denn hier jetzt rum? Da ist schon mal ein Helikopter. Okay, alles gut, alles klar. Oh, Ami. Da bist du ja. Ey, mach mal langsam hier. Da sind doch nur 2 Autos von dir. Hast du das dritte vergessen oder was? Ah. Nö. Ja, dann hol mal dein drittes Auto, wenn du es jetzt hier verstecken willst. So, Freunde, das ist mein erstes, das ist das Sumo-Battle-Auto. Dann holen wir unser Rennwagen. So, zack, Rennwagen und Tuning-Auto. Oh Gott, ich muss sagen, zum Glück habe ich die Karre nicht genommen, Leute. Die hat Ami ja komplett hingehunzt, das Auto. Das sieht ja voll scheiße aus. Also da sind wir auf jeden Fall tuning-technisch viel, viel weiter. Ich bin zufrieden, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich bin zufrieden. Ah, jetzt hast du endlich... Oh, so ein Militär-LKW hast du. Ja. Okay, Ami, also stell mir jetzt erstmal deine Autos alle vor, ja? Jo, siehst du ja hier, mein Militär-LKW, der wird genommen, um dich vom Zoom-Battle runterzuhauen. Okay, okay. Dann habe ich mir hier so ein schönes Tuning-Auto geholt. Das ist ein Tuning-Auto für dich? Bro, das sieht aus wie eine Billigkarre. Also, das einzige Billige, was ich hier sehe, bist du. Und das ist dein Rennauto hier, oder was? Ja, ja, damit werde ich abziehen. Okay, Bro, dann lass zuerst mal ein Rennen fahren. Nämlich, ich glaube, mein Infernus ist definitiv... Digga, den Infernus hatte ich auch gehabt, aber ich habe die getestet, meiner schneller. Wirklich jetzt? Ja. Okay, bin ich gespannt. Also, du sagst, du hast beide Autos getestet, oder was? Ja. Also, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich glaube nämlich nicht, dass deiner schneller ist, sag ich dir ehrlich. Wir machen einmal hin und einmal zurück, okay? Also 2 Runden. Ja, würde ich sagen. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Hä? Bro? Hä? Hä? Was, hä? Was, hä? Hä? So. Was? Ich bin schneller, habe ich doch gesagt. Mir endlich. Hey! Und das ist unfair! Das zählt nicht! Was? Nein, das zählt das nicht! Zählt. Bro, du bist in mich reingefahren! Du bist in mich! So, du bist erste Runde gewonnen. Erste Runde leider gewonnen, Ami. Sorry. Erste Runde leider gewonnen. Ja, okay. Also ich muss sagen, aber zum Ende hat meiner wohl ein bisschen mehr Power gehabt gerade. Okay, komm. Nächste Runde. 3, 2, 1, go! Ja, Ami, hey, Bro, das ist ein bisschen übertrieben. Was denn? Schießen, okay, schießt auch auf dich, Bro. Ich hab keine Waffen dabei. Ja, das ist sowas so schlecht, Bro. Wie kann man denn die Reifen kaputt schießen? Hey, keine Ahnung, was du meinst, Digga, du bist wahrscheinlich durch eine Scherbe gelaufen. Wie schlecht ist das denn, Alter? Du bist doch bestimmt irgendwo durch eine Scherbe. Wie schlecht ist das bitte, ja. Okay, wir müssen jetzt ein Entscheidungsrennen machen. 1-1. Wenn du willst, können wir eine Runde komplett fair machen. Ja. Ohne Rammen, ohne Schießen. Bro, du bist in mich reingerammt. Was laberst du? Du, was? Ey, sei mal ruhig. Du bist voll nach links gedriftet in meine Ecke rein. Entweder machen wir das fair oder wir machen das nochmal so. Okay, letzte Runde. 3, 2, 1, go. Na, hau rein, Amir. Hau rein. Hä? Du hast irgendwas gemacht. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Bro! Hä, wie hast du... Ja! Dein Ernst, Amir? Nein, komm, du hättest das gewonnen. Nee, ist okay, Bro, dir. Ist okay. Den Punkt gebe ich dir, Du hast geschummelt, du hast irgendwas an deinem Fahrzeug noch gemacht. Bro, ich hab gar nichts an deinem Fahrzeug gemacht, was laberst du? Natürlich, Digga, ich hab dich eben voll abgezogen und auf einmal jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich nicht richtig Gas gegeben gerade. Ja, leg komm, mal. Ich sag mal so, nächste Disziplin... Müssen wir nicht drüber reden, habe ich jetzt schon gewonnen. Also, sorry, aber... Ja, sehen wir ja dann. Zeig mal dein Tuning-Auto, was dein Tuning-Auto hat. Ich mache jetzt mal, wenn ich mir hier Türen und alles auf. Digga, wo hast du das geklaut? Tja, das habe ich in der Gang-Gegend geklaut. So, dann gucken wir mal uns mein Auto hier an. Das ist hier vom Feinst. Hier hinten fette Bassanlage drin. Hast du bestimmt auch, oder, Amir? Nee, habe ich nicht. Du hast keine Bassanlage drin und hier schön. Mein Auto nicht. Innenausstattung hier vom Feinsten. Pileder, alles drum und dran hier. Okay, dann zeig mir, was dein Auto krasses hat, bitte. Ja, hier siehst du ja erstmal, ne, wie es getuned ist. Hat hier hinten diese Auspuff an der Seite. Was sind das da für Felgen und so, hä? Also, okay, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden, oder?
Komm, dann steht 1-1. Also brauchen wir nicht drüber reden, okay? Entscheidung für das 10 Millionen Dollar Auto gibt's im Sumo Battle. Let's go! Ja, Ami, bist du ready oder was? Los geht's! Ich bin ready. Sumo Let's go! Sumo Battle! Sumo Battle und. Hä? Ey, was ist das denn? Das zählt natürlich nicht. Du musst natürlich mit das Auto runterkriegen. Ja, was willst du machen jetzt hier? Hä? So. Warum falle ich die ganze Zeit aufs Auto raus? So, weil du ein schlechter Tuner bist. Du hast ein richtiges Sumo-Battle-Fahrzeug gemacht. Aus dem Weg hier. Schau, das war das Weg hier. Warum fliege ich da laufend raus, Junge? Was ist das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Bam! Und? Ey! Alter, was ist das? So, ja, komm. Du hast wohl das schlechte Sumo-Battle-Fahrzeug geholt. Hab ich nicht. Na, ah, Digga, er denkt, er kann mich outplayen, der Junge. Boom, komm noch, hä? Komm noch! Ja, oh. ja! Oh, schade. Komm ja, mal, sag mal, willst du die ganze Zeit nur Kreise um mich fahren? Bam! Ja, oh, was bam, hä? Was bam? Was bam? Was bam? Was bam? Ja, was denn? Was denn? Was denn? Ja, was, Ami? Was, Ami, hä? Ja, nichts kannst du machen gegen mich. Ey! So, weg mit dir, du Schmalspur! Alter, Ami, Junge, ich hab das Rennen gewonnen, Junge. Scheiß kriegst du von mir. Hau rein, Ami. Ey, bleib still, bleib still! Tschüss! Leute, das war's gewesen. Ami hat geschummelt, also schummel ich jetzt auch, Leute. Was soll das denn? Hätte er nicht mehr fair gewonnen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt Ami ab, lasst ein Like und ein Abo, das war's gewesen. Tschüss, bitte!